Ich habe vor kurzem ein Wort zum ersten Mal gehört, das ich erst kaum fassen konnte, dass es das überhaupt gibt. Und zwar sagte ein Mann zu seinem Kollegen, ich werde um 7 Uhr bei dir aufschlagen. Ich wusste tatsächlich erst gar nicht, was er damit meinte. Aufschlagen. Was sagst du, wenn du dich mit jemandem vereinbarst, wenn du einen Besuch zu dir einlädst? Sagst du, wann sie eintreffen sollen? Oder eben geben sie dir bekannt, wann sie bei dir aufschlagen werden? Beides, sowohl eintreffen als auch aufschlagen, ist Kriegsrhetorik, versteckte Kriegsrhetorik. Aufschlagen hat ganz offensichtlich das Wort schlagen in sich. Und auch eintreffen beinhaltet das Treffen. Und Treffen hieß schon im Germanischen schlagen. Das bedeutet also auch schlagen. Im Mittelhochdeutschen hieß dieses Wort Treffen so viel wie feindlich aneinander geraten oder eben kämpfen. Man stelle sich jetzt vor, wie so ein Besuch enden mag. Mit einem Schlagabtausch vielleicht oder mit einem Wortgefecht? Damit es friedlich bleibt, kannst du deine Wortwahl bewusst steuern und diese Worte wie eintreffen oder aufschlagen ersetzen, beispielsweise mit dem Begriff kommt um 7 Uhr zu uns. Wir freuen uns auf euch. Und auf diese Art und Weise wird dann bestimmt auch der Abend friedlich verlaufen.